will Dex einmal zum Arbeiten bringen, Indy. Jetzt versau das doch nicht. Jetzt mache ich das nicht mehr. Wieder Apocalypse Now in der Base. Oh, daneben geschossen. Nein! Ich hab grad den Bombardier-Kiefer getötet und im letzten Moment hat er mich dann noch. Ja! Der andere Kampfchef hängt in unserem Haus fest. Ich seh's. Oh, ich kann nicht schießen. Ich sperr den mal ein. Ja, ich kann nicht. Ich geh mal mein Zeug holen. Du tot! Ich lebe! Oh Gott, der kommt raus. Noch einer drin? Ja, ja. Oh, daneben. Boki! Schnucki-Pütze-Maus! Tier 100 Seilbahnen sind jetzt nicht mehr so teuer, die haben die Preise angepasst. Habt ihr gehört? Die Seilbahnen sind jetzt nicht mehr so teuer, die haben jetzt die Preise angepasst. Scheint so. Das ist doch gut, vielleicht. Ich geh gleich mal gucken, vielleicht kommen wir sonst ja schon leicht. So, ich habe hier richtig tolles Material. Soll ich immer noch den Markierer setzen? Ja, ja, mach ich mal irgendwas von mir. Bombardier, okay, Bombardier, so mach ich das. Ich will dir was hinsetzen, was du dann bauen kannst. Weißt du, was das Schöne ist, wenn du Giftpfeile oder so verwendest, du kriegst die trotzdem wieder, die Pfeile. Okay. Ist halt nur mit kein Giftpfeil mehr. Nee. Achso, okay. Aber die Pfeile gehen nicht weg. Du kriegst halt trotzdem Standardpfeile wieder. Reicht der Marker hier? Oh, Spinne. Ja, genau, da vor dir. Jetzt ist die Frage: Wie setze ich einen Marker? Ey. Achso, ich muss das Ding bauen, ne? Ja, ja. Kannst ja auch eine Fackel machen. Irgendwas. Das so, reicht ja. Muss ja kein Marker sein wie das da. Reicht ja, wenn du eine Fackel oder sonstiges hast. Sonst haben wir 1000 Marker auf der Karte. Ja, ich mag die Marker auch nicht. Also, ich will das jetzt nicht wieder abreißen. Ja, mach eine Fackel hin oder so. Also einfach eine Standfackel, meinst du, oder was? Ja, das reicht. Achso, okay. Hauptsache, man hat auf irgendeine Art eine Markierung. Da hier unten kommst du mich auch direkt runter in diese Höhle. Wie mache ich denn nochmal eine Fackel? Kaum ist der Brief online, schwebt er bei mir wieder. Pflanzenleuchter, okay, hier ist er. Schwebe? Ja, du schwebst bei mir wieder. Du leuchtest nicht, du kannst es irgendwie nicht. Klumpchen, Kronleuchter, gibt es sogar. Das sieht ja cool aus. Sprössling, Saft und trockenes Gras, habe ich alles da. Perfekt. Science! Dann tauchen wir wieder runter und. Find immer nur, ich streame warst nur du, ausschließlich warst auf Twitch. Hast du schon im Ameisenbau? Wegen. Ja. Benny. Ja, ich bin gerade. Wegen dem Minz, meinst du? Minz nochmal nachgucken? Ja, ich schon mal. Okay. Ich hab nur ein bisschen Quarz mitgebracht. 26, glaube ich. Aber Minz war noch nicht wieder da. Aber da kann man ruhig mal jeden Tag reingehen, weil irgendwie ist der Spawn da seltsam, dass da irgendwie. Du hast ja irgendwie immer mindestens einen Quarzstein, mindestens den du abbauen kannst. Und das können wir auch passend abgebrauchen. Bestimmt. Weil wir das Upgraden so teuer ist. Wenn es dann noch in so einen Barren umschmelzen muss zum Upgraden, ist dann nochmal. Du kannst sogar deine Waffen. Wo ich gegoogelt habe mit der Minze, wo man die findet. Du kannst sogar deine Waffen mit einem Minzbarren upgraden, dann kriegen die den Minzeffekt. Keine Ahnung, was der macht. Du sollst mehr Schaden gemacht gegen bestimmte Tiere und weniger gegen andere Tiere. Bonne Soare, ihr kleinen Tautropfenschlürfer. Allen einen wundervollen Abend. Lohnt sich für den Aufwand, was das kostet, lohnt sich nicht. Fettchen, Dankeschön, buonasera. Auf Italienisch, guten Abend. Ich habe hier noch eine Höhle gefunden in der Unterwasser-Dingsbums da gerade. Ja, da wo du jetzt bist, wenn du da bist, wo du gerade den Marker gesetzt hast, da waren wir selber noch nie gewesen. Wir sind. Oh, es gibt hier Kochbücher zu kaufen. Giftgebiet gibt's auch mein. Och ja, Seilrutschen kosten einfach bloß noch 2500. Und ich glaube, die spawnt nach. Gekauft. Wir können Seilrutschen. So, okay. Sucht euch mal was aus. Wir können. Gucken, was können wir noch? Es gibt mal. Na, schade, wir können nur ein Kochbuch. Es gibt noch ein Kochbuch Nebel, da kriegst du zwei Rezepte. Dann gibt es noch ein Kochbuch Teich, da gibt es nur ein Rezept, da kannst du was aus dem Teich kochen. Es gibt dir irgendwie plus Schwimmfähigkeit. Und es gibt noch ein Kochbuch Hecke. Okay.
Habt ihr den Chat gelesen, was Ini geschrieben hat? Nee, ich hab den Chat nicht offen. Was hat Ini geschrieben? Giftgebiet gibt es nämlich noch zwei Dingsbums, wo man zweimal Minze bekommt. Und die spawnen auch nach. Ja. Oh, es gibt noch Kochbuch Eiche. Die müssen wir uns auch noch holen. Da kannst du mehr Essen herstellen mit dem Ofen, mit der Schmelze. Was anscheinend besser nährt. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Dann sind hier viele Spinnen drin, ey. Uff. Und das Essen hat einen Effekt, das ist cool. Jedes Essen hat einen unterschiedlichen Effekt. Ah, hat Sauerstoff leer. Das Nebelkochbuch bringt dir Angriffsdauer. Hallo King. Angriffsausdauer plus. Hallo Vic, guten das Abend. Das Teichausbuch bringt dir eine bessere Schwimmfähigkeit. Die Hecke bringt dir kritische Trefferchance. Und Eiche bringt dir Sturzresistenz. Okay. Das ist ja voll viel Zeugs, ne? Ja. Eigentlich viel zu viele Rüstung. Alle, kosten alle 3500, wir haben 3200. Was hat Nils geschrieben? Was gibt's? Hey there, buddy. Ja, aber voll nix, wir können ein Ziel machen, wir können den Seil rutschen. Aber bitte, ich hab nicht so verstanden, weil die Viecher so laut sind hier bei mir. Wir können Seil rutschen bauen, wir können das machen mit dem Tisch. Ah, okay. Glaube ich. Weil die Seilrutschen haben jetzt statt 7500 nur noch 2500 gekostet. Letztes Mal, wo ich geguckt habe, waren die nämlich noch bei 7,5. Hallo, Mr. Wolf. Hab ihn gefunden! Was? Nice. Den Schlüssel? Sieht der aus? Der ist da in der Höhle drin gewesen, bei den Spinnen. War direkt neben meiner Tasche, wo ich gestorben bin. Exakt neben. Ich bin neben den Schlüssel gestorben, hab's nicht gesehen. Erst als meine Tasche da war. Ja, nice. Und jetzt kriegst du wahrscheinlich so. Ach, hier, gönn dir. Christenpilz. Sind die viele Spinnen drin? Das ist ja meine Angst. Die Wasserspinnen. Keks. Ja, ja, die sind so laut. Die sind auch ätzend. Das schreckt mich jedes Mal, wenn die so diese scheiß Geräusche machen. I guess I thought I did. Willst du dann zusammen die Truhe aufmachen oder soll ich einfach aufmachen, Dex? Ich komm mit. Okay, ich warte dann hier. Ich brutze kannst immer hier was. Kannst du den Marker runtergehen? Da wo du bist, wo der Name ist, meinst du? Ja, jetzt geh zum Marker einfach, den du da jetzt für mich gesetzt hast. Warum denn da? Doch, da kommst du schneller runter zum da wo ich bin. Hä? Ich bin unten drunter beim T-Rex gedünst. Hä? Du bist jetzt zu mir. Ja, aber die Brücke ist doch ganz woanders, wo der T-Rex nicht ist. Ja, ja, und das ist ein anderer Zugang. Das ist ein zweiter, der da auch reingeht und der schneller ist. Ich muss aber noch einen Tauchanzug holen, sonst Ja, auf jeden Fall. Ich guck jetzt mal, ob noch einer da ist. Wenn keiner da ist, dann mach's selber auf. Da war eigentlich. Da noch irgendwo Science. Ja, perfekt. Hat jemand gerade was am Sortieren? Nope. Ja, ich habe aus der Kiste gelootet. Also da runter, wo du das Ding gesetzt hast, sofort fertig. Und da gibt's einen Weg, ja? Genau, ich komm dir mal entgegen. Okay. So, es sind halt 1000 Spinnen, muss halt dann. I'm not picky. Schnell sein. So, siehst du mich, Dex? Ich bin genau unter dir. Komm mal kurz hoch, warte mal, für Sauerstoff. Oh, vor das Loch? Ja. Oh, cool. Habe ich beim Knochen suchen. Hier ist das Leben. Ja, und ganz viele Spinnies. Oh ja, ich sehe es. Einfach reinschwimmen, du solltest das Licht sehen von denen. Von den Tunnel. Alles gut, Spinnies! Wir bleiben Friends. Oh, cool. Hast du da hier die ganze Dunkelheit durchsucht? Ja, so wird es gegen meine Fackel ist kaputt. Ich hab keine mehr. Ich hätte Flossen mitnehmen sollen. Aua. Hat abgelassen. Oder? Noch nicht. Wo ist der denn? Helfe dir, Dex. Brauchst du nicht, lass doch ruhig. Lass doch ruhig, Wie okay, wo kommen hier rein? Es ist, kennst du doch diesen Ort. Einfach hier durch und da ist links, da oben in der Decke. Achso, haben wir ja schon geöffnet, stimmt ja. Hast du Flossen? Ja. Weil hier so schnell ist hinter mir, Mann, ey. Warte ich mal kurz hier auf dich. Bin gleich da. Die soll
hinter mir, aber egal. Die ist, ich bin ein Tick schneller als die. Immer noch da. Hm. Dann gehen wir kurz raus und dann lässt sie vielleicht ab. Charakter. Oh, wo kannst du hier greift mich jemand an. Meine Güte, ey. Ich kam nicht rausgesprungen. Ekliges Vieh. Kusch dich. Okay. Dann watschel mal mit deinen Entenfüßen vor. Na komm, ah ja, warte kurz. Wo warst du? Nein, hier nicht. Dann war's der Weg. Dann zeige ich dir was anderes, was ich vorhin meinte. Dann weißt du, warum ich gedacht habe. Hätte die Füße nicht vorher mal sauber machen können, die ist alles vor der Fußspur. Nein, muss. Das muss. Muss Dex wieder so, seinen Besen schwingen. Schau dir mal die Bildschirme an, die hier hängen. Ja. Schöne Frauenbeine. Und die überall. Sind so. Und das sieht auch sehr interessant aus. Schlaf gut, Finn. Keine Ahnung, was das bist du, Dex. Oder eher der hier. Hat dich gerade gesehen, das war die witzig irgendwie. Der fehlt mit dem Gesicht da oben drauf. Hast du das schon gesehen gehabt, oder? Mhm. Was brauchen wir noch an Materialien? Na, dann zeig ich dir, wo du hin musst. Alles. Bombardier. Käfer, alles was mit Käfern zu tun hat. Finn, gute Nacht. Abtauchen. Und zum T-Rex ging es. Hier lang. Ja, du kannst auch mit dem. Ja, aufpassen. Oh, das will ich mal kurz testen. Stinkpfeil. Ahoi. Boom. Oh Gott, macht das viel Damage. Oh, die Stinkpfeile sind OP. Popo-Schlüpfer. Und hier ist die Kiste, Dex. Komm. Ich komm. Mal gucken, ob wir die schon mal gesehen haben, Benny. Ich guck mir die jetzt mal an. Doch, die haben wir schon mal gesehen. Die gab's schon damals. So, bei dem Update, wo es nicht funktioniert hat. Was, die Höhle? Oder was meinst du? Die Kiste. Ja, gut möglich. Und hier ist ein geiles Ding. Das hat ja damals aber fast nichts funktioniert, wo wir das Gefühl. Yay! Tipp und Megamilch. Das heißt, wir können. Ich geh gleich mal runter. Wir können ja nämlich noch ein Upgrade davon holen. Wenn du nur Knochen siehst, Dex, sag Bescheid. Ach, stimmt, ja. Ich sehe aber nichts mit der ohne Lampe. Okay. Ich rieche die ganze Zeit auf dem Boden her. Ist man zwischendurch eine. Ja, T-Rex ist lustig. Hey! Hab ich jetzt aufgehoben? Nein. Die Teile aufzuheben ist auch. Ja, wenn man die ausgegraben hat und dann noch aufheben muss, das ist ein bisschen doof gemacht. Ja, also. Zappelt dann immer so. Mhm. Eine Muschel. Gruppe. Kannst du dich gleich upgraden gegen Grave? Mit den weißen Zeug. Alles für Ungeziefer hier rumschwirren im Wasser. Weißen Zeug, das klingt falsch. Ja, mit den weißen Zähnen. Kannst du dich doch persönlich upgraden? Ach so, stimmt. Ja. Nimmst du weißes Zeug, kriegst du weiße Zähne. Glaub mir. Das klingt doch ganz gut. So, Gruppe. Was machen wir? Essen. Futter! Sauerstoff. Komm, Blume nochmal raus. Jetzt können wir wieder noch mehr Essen tragen. Futter! Futter! Oh, ich komme hier nicht hoch, ey. Ich krieg keinen hoch. Ich habe Knochen gesucht und einen Chip gefunden, ist ja auch gut. Die Knochen sind am Boden. Ja, habe ich gefunden, 2-3 Stück. Musst du ausgebrochen. Aber ich wollte hauptsächlich, wollte ich suchen, habe aber was anderes dafür noch gefunden. Ah, die Rohre können wir eigentlich erstmal begucken. Oh nein. Au. I'm gonna die. Why? Weil die Wolfsspinne gesagt hat, ich bin jetzt wach. Ich bin da, aber ich helfe dir jetzt hoch, warte. Nee, die Spinne bleibt da. Nee, ja, bleibt so. Mach deinen Scheiß selber. Ja, ich hab schon wieder Bug 0 von 0 Blitze vorhanden. Ja. Die tankt dich zu. Blöde also, komm, Kuh. Benny. Wollen wir schlafen gehen? Können wir machen. Oder ihr geht euch auch nochmal upgraden.
wenn ihr einmal da seid. Weil die stimmt, dann kann ich die Quest abgeben und den Chip abgeben. Weil die Einzel-Upgrades sind ja für jeden allein. Ja. Hallo Spider, können Sie mich bitte vorbeilassen? Nee. Ich komm im Frieden. Ah! Ich komm in Frieden, Freunde. Du hast mich runtergeschubst. Nein, du bist runtergefallen. Du bist auf meinem Kopf gelandet, ich habe genau gesehen. Als ob. Hättest du jetzt Kopfschmerzen? Ich stink dich voll, Marie. Volle Kanone dann. Oh! Was? Oh Gott. No, I don't wanna die again. Please, no. Oh, meine Ausdauer. Ich hasse dieses Spiel. Mensch, warte, ich komm gleich zu dir. Was kannst du eigentlich? Das mit der Ausdauer ist halt echt ätzend. Prost! Prost, du Sack! Oh Gott, warum sterbe ich denn gerade? Hat dich die Spinne getroffen? Nee. Ah, ich glaube, deine Stinkbombe. Kann das sein? Die ist direkt bei vorm Eingang vom Labor. Bleib mal schön da, Spinne. Mach's. So, da ist Randex. Ich wollte dich gerade hauen. Was war's nochmal? Milch mit Stärken? Ganz mit unten. Die Milchbums da? Ja. Ach, der ist wieder full life. Shit. Ah, hier haben wir auch ein bisschen Fahrt. Ah, Junge! Hüpfreischalle, versucht eine Außenposten. Okay, was ist das? Hört sich interessant an. Guckt euch das mal an. So, jetzt, guck mal, wenn ich das jetzt mache. Wenn ich jetzt gleich. Ah, ich hab keine Punkte mehr. Schade. Der macht immer so coole Bewegungen. Er schafft das hierher zu rennen, ne? Was? Wo habe ich da jetzt daneben geschossen? Okay, mein Charakter schießt in den Boden, ich hab's gerade gesehen. Hä? Hallo? Hä? Ja. Ich habe ja zum Glück die Stickers oder den Pfeil erhöht. Der kann rappen. Ja, ey, wusstest du, dass der Roboter ein Rapper ist? Ein Rapper, nicht ein Rapper. Wo ist der ein Rapper. Rapper. Ein Rapper. Was suchst du? Hier war irgendwo so ein kleiner. Geh mal Spaß noch mit. Ich wollte mal gucken, wie man die füttert. Ah, das ist so eine Laus. Ja, irgendwo war hier eine, ich hab's ja, die ist mehr entdeckt. Patronato, hallöchen. Kacke hier. Aggression. Da ist er. Sieh sie. Adex, du siehst sogar unter unserem Daten diesen Mosing-Schlüssel. Nein, ich bin noch nicht weg. Okay, Sprösslinge und trockenes Gras. Was ist das? Sprösslinge waren das nicht, das war diese. Was waren die? Blättchen. Am Baum. Ja, ich sehe sie. Hol dir das Futter, komm. Ach, Benny und Gravy und Dex, ihr habt euch ja beschwert wegen den Mutationen, dass man nicht weiß, wofür es da ist, diese komischen. Das ist die Erklärung, meinst du? Genau, die sieht man unter OS, was das genau ist. Hatten wir, glaube ich, auch schon nachher, glaube ich, irgendwie rausgefunden. Du bist einfach zu langsam, Mann. Kämpft ihr noch gegen die Spinne oder was macht ihr da? Ich will eine Laus zähmen. Achso. Ich will mal testen, wie das geht. Wie geht das? Achso, das weiß ich nicht. Das ist eine Schüssel. Ich will aber immer den Baum hoch. Den Gras hoch. Mann, was soll ich sagen? Ich hätte ja Blatt. Alter, du bist alleine, Clark. Gotta get up, Max.
Da soll ich mich nicht erschrecken, wenn ich es riechen will. Alter, Moment. Ich krieg einen Herzinfarkt hier, ey. Ich hab jetzt wirklich aus irgendwo hergerannt, ey. Alter Schwede. Mein Herz ist mir kurz stehen geblieben. Oh Gott. Oh, wir können jetzt wieder Bandagen auf über 10 stapeln. Yay. Ich werde hier nicht jünger in dem Spiel. Die ganzen grauen Haare. Ja. Ja, keine Ahnung, wie man lösen. Vielleicht war die auch einfach nur verbuggt. Ja. Was? Es gibt keine Bugs in dem Spiel. Nein. Die hingen halt zu seltsam an dem Baum, weil so möglich ist es. Was konnte man denn noch? Die Trötekäfer, ne? Genau. Die besten Käfer. Die Rüsselkäfer. Im Spiel. Ah. So ein Baum wäre eigentlich den ganzen Tag da in unserer Base steht und nur meckert. Wer trötet denn gerade hier? Habt ihr schon einen gefunden? Ich suche gerade einen. Ja, da hat doch gerade jemand getrötet. Das war's doch. Achso. Du bist auch doch ein Rüsselkäfer, Junge. Wir haben schon Rüsselkäfer dabei. Wir brauchen keinen Bezähl. Als Stone. Ich sehe nichts noch so neblig. Ja. Customer? Das hört sich an wie bei Amazon. Ich bin ein Prime Customer. Ah, oh, jetzt. Oh, Alter, schrecklich. Alter, schön. Hier ist ja gar nicht. Ja, hier, komm, ich hab das Schwert, was aus dir hergestellt ist. Die Rüsselkäfer rennen halt wesentlich nicht direkt weg. Könnt ihr euch mal entscheiden, wo ihr langlauft? Ja. Was gibt's denn da? Wo laufen die hin? Er schnarcht. Oh, guck mal, seine Fühler. Die Fühler, ja. Wie die immer so wackeln, wenn er ausatmet. Schon süß, wenn die schnarchen. In der Tierwelt wird sich das dann so anhören. Ja, Attacke, oder? Wollt ihr wirklich einen umhauen? Ja. Wir brauchen die Teile. Warte, gut. Habt ihr einen dicken Hammer? Hab ich. 3, 2, 1. Boah, das ging auch schnell, ey! Alright, Shadows. What you got now? Keine Chance, der Arme. Alter Schwede. Die haben wir noch ausgehöhlt, ey. Verzüglich. Meine Frage an Jungs und Mädels. Ich bin gerade bei den Typchen und kann ein paar Sachen herstellen. Worauf hättet ihr gerade Lust? Ich habe ein bisschen mal durchgeschaut. Wir können uns einmal was Neues zu essen machen. Das brauchst du aber die Schmelze, da kannst du was machen, das heißt, du kriegst. Eins dafür, ja. Oh, ja, haben wir jetzt auf einmal 6000? Ich habe ein paar Quests erledigt. Und eine Chips abgegeben, die Springhaubenweise. Das Essen wäre halt gut. Ja, und da haben definitiv wir so eine Pilzsache. 3500. Mach ich dann mal. Also die kosten alle 3,5. Okay, das eine wäre aus Pilz beispielsweise. Das würde ich sogar am ehesten nehmen. Aus diesem dicken Pilz. Den Quatsch, den wir bei uns in der Base haben, ne? Da kommen wir übelst gut ran. Und die Giftteile kommen. Ja, dann lass dich mal kurz sterben, dann können wir nämlich auch mal schlafen gehen. Warte, ich hab hier im Bett, ich geh mal kurz schlafen im Bett. Ja. Denkst du, bist du? Ich bin unterwegs. Schlafen. Ja, ihr lauft einmal an den Pilzen vorbei, ich nehme die mal alle mit. Warum nicht direkt farmen, wenn wir alles unterwegs finden? Irgendwann brauchen wir sie. Und dann suchen wir sie. Aber Quatsch! Hier fahrt man nicht. Hier fällt uns das alles förmlich entgegen. Ja. So, ich geh jetzt gucken, wo ein Rüsselkäfer ist. Okay, ich geh. Also nochmal raus, nochmal gucken, was da alles war. Inni hat geschrieben, Marienkäfer sind sehr anfällig gegen Hammerschläge. Das haben wir schon mitbekommen. Hat's gemerkt. Der arme Marienkäfer. Voll verprügelt. Der hat wortwörtlich sein Leben beim ersten Schlag schon an sich vorbeiziehen sehen. Hat jemand rein zufällig, was ich nicht denke, das Essen vom Grill geholt? Nö. Oh mein Gott. Nimm's ab. Ist es denn schon durch? Ja, sehr wahrscheinlich. Oder ist es zu das, durch? Dann hing da 6 Tage oder so. Ich wollte gerade sagen, ist überdurch. Ist unten durch. Sonst haben wir wieder 3 kleine Käfers dranhängen. Oh, wir müssen bald wieder Bären fahren. Alter, ouch, wie viele Spinnen hier sind. Das ist so cool. Wollen wir denn heute noch mal eine Aktion starten? Ich würde gerne doch ganz ehrlich da hinten bei dem.
bei den Bienen, also bei dem Esstisch, wenigstens dort schon mal ein Projekt hochziehen. Ja, das wäre eine gute Idee. Also ich laufe jetzt mal hin und dann gucken wir mal, wo und wie. Ich gucke jetzt und erst, ob ich einen Trödiker zählen kann. Ja, dann zählen wir den doch da hinten. Ich glaube, da gibt es die gar nicht. Die gibt's nicht. Durch die ganze Walachei wieder nach Hause kriegen. Ja. Gucke hier vorne also mal. Hier spawnen immer welche. Ich will einen Tröti, der bei uns zu Hause steht und den ganzen Tag rummeckert. Komm, ich komm mal mit. Ja, ich will eigentlich auch einen Tröti zähmen, aber... Projekt, auch Projekt, Projekte. Ich kann ja mal gucken, ob ich einen Tröti finde. Ne? Da ist ein Tröti. Helf mal. Nein, mit, Ameise! Nein! Wo? Na? Ameise? Nein, Ameise? Wo? Ja, Ameisen. Die Ameisen verprügeln die immer. Ja. Ah, Mobben also. Sind das Bullies, ja, das oder was? Ist Mobbing. Hallo, Tröti. Mobbingkreis. Eisen 2. Ja. Wie macht man das? Steck mal wie bei Ark. In den Hintern rein. So. Kann ich das? Nee.